Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Noch immer sind wir in den Schwarzmarschen unterwegs, haben es noch nicht geschafft, hier rauszukommen, aber wir haben zumindest schon mal das Geheimnis um die Baroness geklärt. Ja, was heißt geklärt? Wir haben sie einfach platt gemacht, die Olle, und haben die ganzen Menschen befreit, die ja noch unter ihrem Bann standen. Aber wir sind noch nicht fertig soweit. Ihr seid also ein Dieb. Wer, ich? Nein, das ist nicht mein Metier, mein Freund. Aber ihr wurdet für versuchten Diebstahl eingekerkert. Für den Diebstahl von Dingen, die meiner Familie gehört haben. Von Dingen, die uns unrechtmäßig genommen wurden. Das klingt wirklich glaubhaft. Okay. Ja, Gerechtigkeit. Der Name sagt's ja schon, hat ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden. Och nö, sag bloß. Hätte ich das noch öffnen können, diesen Riss, oder bleibt das für immer verschlossen? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Wird erledigt. Vom Heim der Baroness über das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen... Dort ist das Versteck. Ach so, das Versteck habe ich ja auch noch nicht gefunden. Ah, das war ja was anderes. Warte mal. Das müsste ja am Hafen sein, wo ich eben schon mal war. Dort, wo die ganzen Kisten standen. Hm, interessant. Interessant, wo ist es denn? Ich sehe zumindest noch nichts. Die ganzen Fischer und bla, warte mal. Haupthandlung, Wiegels Wacht. Achso, das Lösegeld für die Tochter, das habt ihr mir schon gesagt. Dafür muss ich mit der einen Wache reden. Ja, Ogryns Familienleben, das hat er mir auch noch nicht anvertraut. Melisse, weiß ich auch noch nicht genau, was das damit auf sich hat. Vom Heim der Baroness über das Wasser hinweg, wo die Fischer ruhen, dort ist das Versteck. Über das Wasser hinweg, dort, wo die Fischer ruhen. Vielleicht hier? Dort, wo die Fischer ruhen, das ist... Ist nicht einfach. Also der Sinn, ich meine... Haben die irgendwo ein Lager gehabt, die Fischer? Ich schätze mal wirklich, es war da vorne bei Christoph. Ne, da muss ich da jetzt nochmal schnell hinlatschen. Tut mir leid, Leute. Ich werde mal hier speichern, dass der ganze Weg nicht umsonst war. Vielleicht habe ich das Versteck ja schon gefunden und... Nö. Es wurde mir nur noch nicht als solches markiert. Ich habe ja die ganzen Hinweise hier schon gelesen. Vielleicht da oben? Nee, da ist es nichts. Bestimmt nicht. Oder warte mal, ging es hier nicht noch runter? Nee, da komme ich nicht hin. Oh, versteckter Hinweis. Noch ein Hinweis? Ich dachte, ich habe das Versteck jetzt schon quasi. Na gut, dann halt nicht. Wo ist er denn? Wo war denn der Hinweis jetzt? Da, versteckter Hinweis. Ah, diese komischen Eiersäcke hier, das ist total widerlich. Mit den komischen Larven drin. Ich will ja nicht wissen, was da später noch alles bei rumkommt. Sucht nach den Steinen, so groß und klar. Bei den größten von ihnen werdet ihr... Oh, das geht immer so schnell. Mensch. Werden deine Wünsche wahr? Natürlich muss es ja ein Reimen sein, ne? So, das müssten die Runensteine sein, kann das ist? Die da vorne, das müssten die... Oder? Ah... Versteckter Hinweis. Ja, natürlich ist es wieder mal ein Hinweis. Ich komme hier vor wie bei der unendlichen Suche oder so. Das ist der letzte. Du bist schon fast am Ziel. Erinnerst du dich an den Teich? Ich werde es tun. An dem begann unser Spiel? Ach, natürlich. Führt mich alles im Kreis hier. Was? Schwimmende Flasche. Mhm. Wahrscheinlich steht da drin jetzt nur verarscht. Es gibt gar keinen Schatz. Na? Brief mit einem Heiratsantrag und Corins Antrag. Plus zwei auf alle Attribute. Mhm. Na gut. Bonnie, du bist meine Sonne und mein Mond. Du bist alles für mich. Willst du mich heiraten? Ach ja, der arme Kerl. Du hast Bonnies Überraschung gefunden. Eine in einen kleinen Teich schwimmende Flasche enthielt einen Verlobungsring und Corins Heiratsantrag. Ja, wenn ihr euch daran erinnert, das war ja dieser Typ, der seine Freundin irgendwie auf ein Spiel hier einladen wollte. Und hat dann irgendwas gesagt, du meine Henne, hältst meinen Hahn und so weiter. Und das hat sie halt ein bisschen missverstanden. Ne, weil auf Englisch ist das natürlich wieder was anderes. Da heißt es ja nicht Hahn, sondern Cock. Also ein Cock ist ja auch ein Hahn. Und das ist ein Euphemismus für... Ne, ihr könnt es euch schon denken vielleicht. Naja. Der Piephahn. Der arme Kerl. Irgendwie tut er mir schon ein bisschen leid. Und sie war auch ein bisschen leicht... soll ich sagen? Sie hat ein bisschen überreagiert, dass sie einfach sagte, sie will nie wieder was von ihm hören. Und jetzt haben wir den Salat.
So, Knochenposition, betrachtet Knochenposition. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Oha. Ach, das ist ja schön. Ich dachte schon, ich hab's vergeigt. Oh nein. War das gerade ein Drache? Ein Geisterdrache? Die verlorenen Drachenknochen. Als alle Drachenknochen wieder vereint waren, ist ein Gewittersturm aufgezogen, der die mysteriöse Barriere auf dem Weg zum Berggipfel zerstört hat. Du solltest diesen seltsamen Vorfall näher untersuchen. Ja, das sollte ich, aber ich will's eigentlich gar nicht. Ach, weißt du was? Ich gönn meinen Leuten nochmal ein Level ab. Meth? Ach ja, du wieder. So, erstmal ein bisschen Magie raufpumpen. Was brauchst du noch, Anders? Todesmagie. Ah, das wäre vielleicht... Das wäre vielleicht gut. Die hau ich dir mal rein. Hast du die jetzt? Nee. Selbst... Warte mal, was nehmen wir da? Von Gegnern umringt? Nee. Ach, selbst beliebig. Machen wir einfach. Status oder Modus aktivieren. Machen wir es Todesmagie. Ja gut, lassen wir einfach so. Gut, der liebe Nathaniel, was kriegst du noch? Oh, der fehlt noch wieder einiges. Konstitution ein bisschen. Und noch ein bisschen Geschicklichkeit, komm. Was soll der Geiz? Vitalität wäre ganz nett. Ich meine, Ausdauerprobleme hat er nicht, so wie manch anderer. Anders? So. Ach, verdammt. Du brauchst ja mehr Geschicklichkeit, mein Freund. Kann ich dir noch was zustecken? Ach Mann, das reicht nicht. Das ist ja Cheat. Warte mal, dann machen wir es wenigstens so, wenn er nochmal ein Level abkriegen sollte. Dann kann ich ihm das da reinpacken. So. Wunderbar. Und dann kriegst du noch... Ja, wie gesagt, das geht nicht. Ja, Schatten bringt ihm halt nichts. Schwachstellen. Schämen. Nee, ich lasse das erstmal. So, was kann ich denn noch Schönes lernen? Wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Noch ein bisschen mehr Magie. Ach Leute, ich bin ja schon der Mana-Bomber schlechthin, ne? Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles... Elementarchaos. Höhere Schade durch sämtliche Elemente. Ja, ja, ja. Stechender Schwarm finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja komm, ich mach's mal. Elementarchaos. Ich meine, ich kann's ja wieder verlernen oder beziehungsweise abstellen, wenn ich's nicht brauche. Vor allem soll's sehr schnell Mana konsumieren. Das ist schon ein bisschen blöde, ne? So, warte, dann packe ich mir auf jeden Fall nochmal starker und mächtiger Lyrium-Trank da rein. So, das splitten wir mal ein bisschen auf. So, und noch Tränke könnte ich mal machen. Lyrium-Trank. Nee, kann ich nicht starke? Warte mal, was brauchen denn die stärkeren? Starker Lyrium-Trank. Konzentrationswirkstoff. Ja, komm. Das trinke ich eh wie Wasser, von daher kann ich mir doch gleich ein paar mehr machen von. Die großen sollte ich mir dann wirklich für Notfälle aufheben. Wie ich sehe, begleitet euch euer Kater noch immer. Er scheint sich wohl zu fühlen. So ist es doch, oder, Sir Naseweiß? Es erscheint mir nicht gerecht, eine andere Kreatur zu versklaven. Er ist kein Sklave, sondern ein Freund. Und außerdem ist er ein Kater. Ein Kater, dem es an Freiheit mangelt. Ignoriere ihn einfach, Sir Naseweiß. Sie haben im Nichts offenbar keine Haustiere. Ja, oh, Leute. Also wenn jemand frei ist, dann ist es ja wohl eine Katze, oder? Unter den Haustieren. Ich weiß ja auch nicht, was gibt's Freieres als eine Katze? Sofern sie jetzt keine Hauskatze ist. Oh nee, Leute, ich will das nicht. Da ist jetzt ein Drache und der wird mich gleich angreifen. Ja, wird er. Oh Leute, mir dünkt, ich brauche den Blitzwiderstand für die Königin der Schwarzmarschen. Na toll. Nein, Gerechtigkeit. Oh! Alter Schwede. Sehr schön. Du Mistvieh. Oh, 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 ich sollte vielleicht mal heilen, ne? Ich sollte vielleicht mal heilen. Was, ich kann nicht mehr... Oh ja, toll, ich habe kein Mana mehr. Ja, das waren wir irgendwie bewusst, dass das Zeug Mana frisst ohne Ende. So, erstmal einen fetten Mana-Trank hier, komm.
Alter Schwede. Alter Verwalter. Warte mal, hau mal eine Heilung raus, bitte. Uiuiuiui. Ich sehe schon, das wird kein schöner Kampf. Aber ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. So, Anders, du musst mal ein bisschen mitteilen. Es geht nicht anders. Tut mir leid. Oh, nein, was... Bin ich jetzt auch betäubt? Na, klasse. So, Anders, du haust mal das hier raus. Nathaniel, du haust mal... Du haust mal irgendwas Böses raus, was dem Vieh hier gut Schaden macht. Ich weiß ja auch nicht, was du alles kannst. Tut mir leid, ich habe mir das nie einverleibt. So, mächtiger, starker und normaler Wundumschlag. Schwachen brauchst du nicht. Du haltst dich jetzt mal selbst, mein Freund. Und Nathaniel haut sich auch mal eins rein und ich mach, was ich kann. Was ich am besten kann. Schickt mich los! So. Ja. Stirb! Was ist jetzt los? Was, geladenes Irrlicht? Oh nö. Muss man die jetzt alle zerstören? Oh nein! Jetzt ist es Zeit zu kämpfen! Oh Mann, muss ich die jetzt mal schnell zerstören oder was? Oh, komm schon. Das ist zu heftig. Das kriege ich doch nie im Leben kaputt, alles. So, warte mal. Ich musste mal ein AOE reinballern. Okay, aber es sieht gut aus. Ich kriege das noch hin. Ich kriege das hin. So, Anders, hast du nicht noch irgendwas Schönes? Warte mal. So, Kältekegel. Hauen wir einfach mal da drin. Und ich hau nochmal einen Feuerball rein. Feuerball. Sehr schön. Warum kann ich keinen Feuerball jetzt? Muss ich, weil. Ja, muss ich so machen. Gerechtigkeit, geh mal kurz weg. So. Ich komme ja vor wie bei so einem großen MMO, bei einem Bosskampf. Yes. So, jetzt gehen wir voll auf das Teil hier. Sehr schön. Oh, jetzt kommt der natürlich wieder. Hätte mir ja klar sein müssen. Wird erledigt. Oh, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Sehr schön. Trinken. So. Ah, nicht schon wieder. Was soll denn das? Der macht das jetzt andauernd, oder was? Wahrscheinlich sind das so seine Phasen hier, die er macht. Na komm, dann machen wir das mal so. Anders, du machst... Wo ist denn Anders? Da ist Anders. Meine Zauber sind bereit. Ich wollte schon sagen, das bin ja ich. Ich dachte eben, das ist Anders. Meine Kappe hat ausgesehen wie blondes Haar. Aha. Ach shit, der hat keinen guten Angriff. Ja, keine gute Angriffsfläche. Warte mal, ich mach das mal hier so. Sie werden nicht sehen. Na, Spinny. Du gehst auf das hier, bitte. Das ist mir zu gefährlich mit dir. So, und da machen wir das rein. Ich werde es tun. Okay. Ich hoffe, das ist bald ein gelöstes Problem, diese Viecher hier. Sehr schön. Zurück. Anders, geh mal hier rauf. Nathaniel, du gehst mal hier rauf. Und, du nimmst noch Mana vorher. Uiuiuiui. Es wird knapp, aber wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Nein. Yes. Oh, na gut, er hat sich befreit, aber das war abzusehen. Oh, nee, nee, nee. Geh mal weg, du Vieh. Wen beißt du denn da gerade? Nein, Anders, lässt du mal in Ruhe, bitte. Der schmeckt nicht. Der ist viel zu feist. Oi, oi, oi. Oh, komm schon, den kriegen wir noch platt hier. Ich hau mal eine Blume rein für die Leute. Dass ihr mal ein bisschen Regeneration habt. Oh, nicht schon wieder? Meine Güte. Das Ding ist aber auch fies, ne? Voll garstig. Warte mal, ich könnte mal was versuchen. Vielleicht bringt's ja was. Gegen die Teile. Oh, natürlich sind sie nicht magisch. Oh. Ich find's nicht langweilig. Ihr Kerle. So, ich muss nochmal Mana trinken. Krasse Sache, noch lang, schon lange keinen so mana-intensiven Kampf mehr gehabt hier.
So. Du hast dich mit dem Spidey, du gehst mal darauf. Anders, du gehst mal darauf. Und Gerechtigkeit. Geh du mal darauf. Was? Dein Opfer? Ja, ja, ja. Ich werde es tun. Komm. Geh kaputt. Sehr schön. Geh kaputt. Ich werde es tun. Betrachtet es als erledigt. Verdammt. Oh, das hat sie wirklich abgemacht. Yes. Haben wir's? Nee. Oh, Leute. Krasser Kampf. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Quest absolviert. Du hast den seltsamen Drachen erschlagen, der durch den Riss in dem im Schleier gekommen ist. Oh, Drachenknochen-Trümmer. Guck mal, der hat sogar noch was bei sich. Der ist doch gar nicht materiell, oder? Zaubermacht. 8 Magie, Mana-Regeneration im Kampf und Rüstung. Ja, Haube der Vergesslichkeit. Magie, Rüstung, Zauberresistenz, mentale Widerstandskraft, körperliche Widerstandskraft. Ist genau mein Ding. Grob gefertigtes Amulett. Kritischer Schaden durch hinterhältige Angriffe und 25% Minus auf Erschöpfung. Naturresistenz, Naturschaden. Ich glaube, ich weiß, für wen das gut ist. Schauen wir uns gleich mal an. So, Drachenknochen des Ältesten. Die Knochen dieses uralten Drachen sind so von Macht erfüllt, dass sie fast warm, dass sie sich fast warm anfühlen. Was? Neue Quest, Knochenarbeit. Du hast den Knochen eines uralten Drachen gefunden. Irgendjemand müsste aus einem derart einzigartigen Material etwas Besonderes herstellen können. Ah, Leute, ich weiß wer. Ich weiß, wer sich da freut. Auch endlich bringt ihr mir etwas, mit dem ich etwas anfangen kann. Harren, ich muss mich um meine... Ja, das war eine schlechte Imitation. Aber ihr wisst, wen ich meine, hoffe ich. So, wenn ihr mich denn Zauber macht. Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Die sehen alle gleich aus, haben nur eine andere Farbe. Oh Leute, das Ding ist super. Aber ist wieder so ein, ne, so ein komischer Bienenkasten auf dem Kopf. Bin ich ja grauenvoll. Habe ich die jetzt beide an? Ja, tatsächlich. Guck mal, ich kann halt echt zwei Kapuzen aufziehen. Das ist, glaube ich, ein Bug. Durch dieses No-Helmet vielleicht sogar. Ich habe keine Ahnung. So. Nee, davon brauchst du nichts. Aber du kriegst eine neue Kette. Oder? Ich weiß ja nicht. Ich meine, er ist der einzige... Jawohl. Ogryn. Ich glaube, das nehme ich für Ogryn. Machen wir es so. Was habe ich denn noch alles bekommen? Goldenes Zahnrad? Nee, nee. Ach doch. Das bringt ihm halt nichts, ne? Sonst hätte ich ihm den... Er hat ja Giftschaden auf dem Schwert. Nee, ach komm. Alles Quatsch. Da haben wir auch nichts Gescheites mehr. Kaiserliche Webstiefel. Nee, darum kümmere ich mich, wenn ich wieder zurück in Wiegels Wacht bin. Ach Leute, ich habe jetzt so eine super Truppe. Ich glaube, wir sind unkaputtbar mittlerweile. Das ist so krank. Keiner hat eine Chance gegen uns. Ich glaube, die Mutti, die wird nicht viel zu lachen haben, wenn wir gegen sie kämpfen. Und die Mutter lacht. Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Wart's nur ab. So, ich glaube, ich werde vielleicht... Was habe ich denn eigentlich noch alles für die Quest offen, die ich brauche? Für das Herz des Waldes. Ein Naturdarm, den habe ich, glaube ich. Markloser Rubin habe ich nicht. Eine Blitzrune des Großmeisters. Und Öl habe ich auch nicht mehr, oder? Also nicht mehr, noch nicht, besser gesagt. So, was haben wir? Naturdarm habe ich. Frisches Drachenei. Was auch immer. Öl habe ich. Und sonst habe ich aber leider nichts. Denn Rubin brauche ich noch und die Blitzrune des Großmeisters. Was war das nochmal? Ein makelloser Rubin oder wie? Makelloser Rubin und Blitzrune des Großmeisters. Oh Gott, wisst ihr, was das kostet, die herzustellen? Ja, das ist schweineteuer. Warte mal, kannst du da irgendwas machen, Anders? Haben wir da was aktuell? Nee, gar nichts. Ach, verdammt. Ich muss mir jetzt ganz viele... Ja, ich brauche da ganz viele Runen der Blitz, also Gesellenrunen des Blitzes. Ach, das wird ja ein Spaß, Leute. Das wird so teuer und das ist so umständlich, finde ich ja ehrlich gesagt. Naja, werden wir sehen. Die Schwarzmarschen hätten wir hinter uns gebracht. Ich hoffe mal, es kommt jetzt nicht mehr zu weiteren Zwischenfällen. Wobei ich halt immer noch gerne das mit Melisse geklärt hätte. Also die ganzen Amaranthine-Quests. Und, ja, na, gucken wir mal. Mutter? Hat
Gibt es süße Neuigkeiten für mich? Sag es der Mutter. Der Erste ist tot. Die grauen Wächter sind den Marschen entkommen. Oh, verhasste Wächter. Sie haben den Ersten getötet und das Herz der Mutter gebrochen. Aber wollte die Mutter denn nicht seinen Tod? Seinen Tod? Nein! Frieden! Er sollte Frieden finden. Er sollte erneut das Lied hören. Den süßen Ruf. Wir alle sind verloren. Aber der Tag wird kommen, an dem die Stille endet. Selbst für mich. Oh, sie ist so eine Hübsche, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Oh. Christoph! Oh, dem Erbauer sei Dank! Ich fürchte, ihr seid im Irrtum, Sterbliche. Christoph? Warum bist du... Was ist passiert? Christoph wurde von der dunklen Brut getötet. Getötet? Aber er steht doch direkt vor mir. Euer Gemahl ist von uns gegangen und ich bewohne nun seinen Körper. Doch sein Tod wird gerecht werden. Das versichere ich euch. Gerecht? Ihr habt seinen Körper entweiht. Wie könnt ihr es wagen? Ich hatte nicht die Absicht dazu. Ich wurde... Kommt mir nicht zu nahe! Dieser Körper hat noch Erinnerung an diese Frau. Ihr Name ist Aura. Ich wusste nicht, dass sie hierher kommen würde. Diese arme Frau. Es muss ein Schock für sie gewesen sein, es so zu erfahren. Ich muss es irgendwie wieder gut machen. Ob bewusst oder nicht, ich habe dieser Frau großen Schmerz zugefügt. Ich weiß nicht. Wo wollt ihr überhaupt nach ihr suchen? Meine Erinnerungen deuten darauf hin, dass sie in Amaranthine lebt. Wenn wir sie nicht aufsuchen, wird mich das für immer verfolgen. Ich muss doch etwas tun können, um ihren Schmerz zu lindern. Irgendetwas. Ja, und was ist mit ihr? Ich werde sehen, was ich tun kann. Im Moment gilt unsere Aufmerksamkeit der dunklen Brut. Aber ich wäre euch dankbar, wenn wir eine Gelegenheit finden könnten, sie aufzusuchen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Immerhin... Na, ihr wisst ja, was mit Dämonen und so weiter ist, von denen man denkt, dass sie irgendwie... in die Welt der Sterblichen kommen. Die vernichtet man eigentlich so schnell, wie es geht. Naja. Ach ja. Ich rede mal mit meinen Kumpels hier, aber erst werde ich mal schauen. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ja, lass mich mal gucken. Aber natürlich. Aber natürlich. Hast du denn einen Rubin für mich? Ach Mist, der hat gar keine. Ich dachte, ich kann ihm mein Zeug zurückkaufen. Nee, geht nicht mit Rückkauf. Oh nein. Shit, Leute, ich krieg... Ich glaube, ich habe hier keine Chance mehr, meinen Kram wieder zu bekommen. Also jetzt mein Rubin und so. Ah, ist das ärgerlich. Kommandant? Habt ihr irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, natürlich. Sofort. Du kannst mich da nicht mal ansprechen, ne? Bensleys Dankbarkeit. Kommandant, ich schreibe euch diese Zeilen mit einem Herzen voller Dank. Meine geliebte Eileen spricht ohne Unterlass von eurer Tapferkeit und euren überragenden Tugenden. Bitte akzeptiert diese Sovereigns als Dank für eure Unterstützung. Sir Edgar Bensley. Ah, 10. 10 Gold ist cool. Ach, Mann. Ja, Aura tut mir schon leid irgendwie. Ich meine, ne? Was würdet ihr davon halten, wenn eure verstorbene Frau oder eure... Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr kein grauer Wächter sein müsstet? Oder euer verstorbener Mann und auf einmal kommt da so ein Zombie und sagt, ja, hahaha, du kannst den Körper nicht haben, der gehört jetzt mir. Also nichts mit Beerdigung. Ich weiß es nicht. Ich würde fortgehen, es gibt überall genug zu tun. Das dachte ich mir. Um ehrlich zu sein, hat mir die Vorstellung, irgendwo festzusitzen, noch nie behagt. Es erinnert mich an den Zirkel. Nach meinem 7. Fluchtversuch hätten sie mir ja zumindest zugute halten können, dass ich es versucht habe. Plant ihr auch von hier zu fliehen? Aber nein, nicht doch. Jetzt bin ich erstmal glücklich, dem Zirkel entkommen zu sein. Eins nach dem anderen. Um ehrlich zu sein, war das Einzige, was ich am Zirkel jemals vermisst habe, dieser Kater.
Zum Glück habt ihr inzwischen ja einen neuen. So ist es. Wie geht's dir da drin, Sir Naseweiß, hm? Huh? Ha! Ja, du wirst mal ein großer Mäusefänger. Können Katzen eigentlich graue Wächter werden? Oh, das würde ich ihm nicht antun. Der arme Kater, nicht, dass der das Blut trinken muss, das wäre ja grausam. Oh, Gerechtigkeit, da gibt's auch wieder was zu quatschen. Kann ich euch behilflich sein? Ja. Natürlich. Ich möchte nämlich mal schauen, was du im Angebot hast. Ach, auch sie hat natürlich wieder keine Dingens hier. So, Blitzrune des Novizen. Ich meine, ich kann sie mir jetzt kaufen, aber ich habe 439 Sovereigns. Alter Verwalter. Aber es bringt mir ja nichts, weil ich nicht diesen blöden Rubin habe, ne? Ich kaufe mal 50. Guck mal hier, 33 Gold, ne? Die Inventar ist voll. Das ist doch shit. So, erstmal speichern. Ich werde jetzt erstmal ein paar Items verteilen. Und der Rest kommt dann in die Kiste. Fertig, aus. So, Nathaniel, Ketten, na, alles Quatsch. Magierrobe brauchst du auch nicht. Ogren, mein Freund, hier, so, aber Schwert, ist das besser? Feuerresistenz, Chance, das Ziel in Brand zu stecken, hä? Warum habe ich das doppelt, bitte? Ich habe genau dasselbe Schwert nochmal hier, aber ich verstehe es nicht. Der Auserwählte der Mutter, Klugheit, Rüstungsdurchdringung, Angriff, Feuerschaden. Das ist ja an sich besser, ne? Ja. Ich meine, nein, ist es eigentlich gar nicht. Es hat zwar ein bisschen mehr Schaden, aber auch mehr Rüstungsdurchdringung. Stärke-Modifikator von 1,1. Nee, komm, ich nehme es. Es hat mehr Krit und alles und überhaupt. Mehr Krit? Was, jetzt sind ja auch keine Runen mehr drauf, oder wie? Wollt ihr mich gerade verkohlen? Die sind schlechter. Schlechter. Nee, warte mal. Ach, die Stiefel der Legion haben überhaupt keinen Wert, sehe ich gerade. Das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd, du. Was hast du denn da? Alle Attribute, mentale Widerstandskraft. Ach komm, kriegst du das hier. Erleuchtung. Das werde ich dann jemand anderem geben, glaube ich. Talisman der Flammen? Nö. Auch nicht wirklich. Das wäre auf alle Attribute. Ich glaube, das ist besser als Willenskraft und Konstitution. Ach komm. So, habe ich jetzt hier drin, ne? Ja, ist auch gut so. So. Das passt. Hast du da noch was in der Offhand? Nö. So, ich glaube, Anders ist soweit ganz gut dabei. Oder? Brauchst du? Nö, das Schwert ist viel, viel besser. Ha! Nee, nee, nee. Nee, gut. Anders ist soweit super. Valena, du könntest vielleicht... Velana. Ich sag immer... Ne, ich verwechsel das immer. Oh, die sind viel besser. Die sind viel besser. Alle Attribute, Verteidigung, Zauberkraft. Nee... Nee, ich glaube, die Kapuze, die sie hat, ist schon besser. Ja, dann kriegst du das hier. Erleuchtung. So, Sigrun. Haben wir noch was Schönes für dich? Nee, sieht nicht so aus. Sie hat eigentlich schon das Beste, was geht. Was hast du da? Och nee, das lassen wir auch. Kälteresistenz. Naja, sie braucht nicht wirklich Kälteresistenz, oder? Ja, lassen wir so. Ring der Resistenz, eisiger Ring, bla bla bla. Nö, soweit ist das auch okay. Na gut, dann lasse ich das mal so. Den Rest packe ich jetzt mal in die Kiste. Ich könnte es auch verkaufen, natürlich. Na, wisst ihr was? Ich könnte es eigentlich eher... Na gut. Das Gold bringt mir ja nichts. Habe ich nichts von. Warum sollte ich es also... Ach komm. Alles, was nicht wirklich was drauf hat, verkaufe ich dann. So... Hallerhorn weg. Goldenes Zahnrad. So, das ist gar nicht mal so schlecht. So, ich glaube, das reicht. So, dann kaufe ich mir noch ein paar Runen bei dir. Kann ich euch behilflich sein? Ja, bitte. So, Blitzrunen. Wo haben wir es denn? Blitzrune. Alles. Alles, alles, alles. So. Ja, es ist halt doof. Jede Rune besetzt einen Platz an sich. So, ich brauche nur Anders. Ja. Ja! Ja, warum brauche ich nur Anders? Er ist der Einzige mit einer Runenbastelfertigkeit, von daher... Nö? So. Von euch lasse ich mich gerne herumkommandieren. Aha, aha. Na sowas. So, dann mache ich da erstmal ein paar. Jetzt seht ihr mal, was das alles kostet hier. Jetzt mache ich nämlich Blitzrune des Gesellen, Blitzrune des Meisters und wahrscheinlich reicht es immer noch nicht. Wie, habe ich keine...
Blitzrune des Großmeisters? Ernsthaft? Habe ich die nicht? Och, na super, dann bringt's mir ja voll viel, dass ich die jetzt hier bauen muss. Großmeister, Blitz, 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 Blitz. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es nicht. Ich fühle es einfach nicht. Nee, Leute, ach, jetzt habe ich wieder Geld ausgegeben für nix. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Liebe Leute, ich beende den Part an dieser Stelle schon mal. Es wäre nett von euch, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Schreibt mir was, gebt mir eine Bewertung. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder nächstes Mal bei... Diese Welt ist so anders, als ich erwartet hatte. Die Dämonen gieren danach, den Schleier zu durchqueren. Aber wir anderen verspotten sie dafür. Wir beneiden die Sterblichen nicht. Wir bedauern sie. Vielleicht solltet ihr uns stattdessen lieber helfen. Die Geister sind der Meinung, dass die Menschen außerhalb ihrer Reichweite und der Hilfe nicht wert sind. Sie verstehen es nicht. Wir irren uns, was diese Welt betrifft. Sie steckt voller Schönheit. Und die Sterblichen sind es wert, gerettet zu werden. Ihr habt mir im Nichts geholfen und euch seitdem immer wieder bewiesen. Es ist nicht rechtens, alle Sterblichen gleich zu beurteilen. Ich freue mich, dass ihr es so seht. Ich möchte euch erneut für den Ring danken. Das Lied des Lyriums unterstreicht den Wert dieser Welt. Ich wünschte, ich könnte diese Musik zurück ins Nichts bringen, damit auch die anderen Geister sie hören können. Aber leider ist das unmöglich. Aber er stimmt mir zu. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal mit Dragon Age Awakening.